Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Ja, wir sind gerade eifrig dabei, die blauen Fläschchen zu produzieren. Stehen jetzt nur gerade vor dem Problem, dass ich kein Plastik mehr habe, weil mein Petroleum alle ist, weil meine Ölfelder erloschen sind. Ja, alles ein bisschen doof. Nichtsdestotrotz will ich die Produktionskette jetzt erst fertig bauen. Also ich mache jetzt erstmal den Smart Inserter, auf den läuft es ja hinaus. Und hoffe dann irgendwo noch Ölfelder zu finden. Also Öl ist echt. Na gut, hier oben, aber das müssten wir uns auch irgendwie so mühselig zusammenschaufeln. Hier noch ein, zwei. Vielleicht lege ich echt stumpfe Pipeline einfach mal komplett hier runter, hier lang, dann wieder zurück zu meinen Raffinerien. Oder zum Öltank erstmal. Sind wir auch in der Nähe von der Zuglinie, aber auch nichts Größeres. Echt nirgendwo größere Ölfelder, ne? Das ist echt Mumpitz. Mumpitz, Mumpitz. Und dann auf jeden Fall noch vorher auch umstellen, dass meine Raffinerien das verfeinerte Verfahren anwenden, dass wir da mehr Petroleum rauskriegen. So, nichtsdestotrotz, jetzt erstmal hier, wir haben ja alle Vorbereitungen schon getroffen, sollte hoffentlich schnell gehen. Der normale Inserter. Zack, zack. Na, na. So. Inserter. Dafür brauchen wir das Electric. Das Gear und eine Eisenplatte. Und die Electrics brauchen wir ständig nochmal, ne? Ich überlege gerade. Hier nur kurz, ob ich das hier rumlege. Kann ich mit dem Gear nämlich einfach hier vorgehen. Das ist, glaube ich, das Beste. Hä? Warum haben wir keinen Strom mehr? Warum haben wir keinen Strom mehr? Oh Gott, der Verbrauch ist ja richtig schlecht gerade. Okay, der Sache muss ich erst auf den Grund gehen. Ist immer noch so. Wieso das? Machen wir hier jetzt eine richtig dicke Spitze. Was verbraucht denn aktuell so mega viel? Aber da wird wieder geschossen, klar, dann ist die Energie hier erstmal weg. Okay, krass, ist mit unserer Energieversorgung etwas nicht. Töfte, ja. Ja, uns geht die Kohle aus. Klar, dann haben wir auch nicht genug Strom. Ah, das ist ja richtiger Mist. Ja, das bedeutet, wir brauchen deutlich mehr Kohle. Die wir hier nachschieben können. So. Dab, 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 dab. Ja, wir müssen auch danach unbedingt auf Solarenergie switchen. Also das. Hat sonst so echt nichts den Zweck.
ist doch so auch alles Kacke hier. Das überlege ich gerade, kriegen wir so eigentlich schnell genug hier aufs Band gefördert? Das ist ja echt ein Mumperalitz hier. Das fördern die auch noch so mega langsam. Shit. Hier mal ganz viel Kohle noch mit. Fangen wir am besten mal hier hinten an. Überall mal 12 rein. Um wieder ein bisschen Schwung hier reinzukriegen. Jo, mag sofort, gerade keine Zeit. Wir müssen es wieder annähernd mit voller Power produzieren. Shit, ja, dann häuft es sich hier. So, das heißt, wir brauchen hier einen schnellen Switcher. Und ein paar schnelle Bänder. So, das sieht dann schon wesentlich besser aus. Ich denke, jetzt können wir die auch alle am Laufen halten. Oh Mann. Ah, ist aber auch hart an der Grenze. Ich mach's trotzdem eben umfällig und danach muss ein Solarpark her. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Zack, zack.
So, die Gears dann bitte nach rechts. Zack, zack. Zack, zack. So, hier ist die Plastiklane, die kann ich jetzt nicht verunstalten. Aber hier können die Inserter drauf. Nein, können sie nicht, weil ich brauche ja noch Eisen. Brauche ich für alle Eisen? Weil wenn nein, dann schmeiße ich das mit auf das Gearband. Genau, die brauchen auch Eisen. Aber ich kann nichtsdestotrotz für den Speziellen hier das mit da drauf schmeißen. Zack, zack. Gehen uns die schon wieder aus. Oder ich schmeiß die auch wieder oben mit drauf. Das ging natürlich auch. Aber für den brauche ich auch die Electronic Circuits. Ja, dann machen wir das nämlich so. Hier nämlich die Fast Inserter. Genau, und die hauen wir uns dann. Produzieren wir dann die Smart Inserter. Für die brauchen wir nämlich nur die und wir haben ein bisschen Überschussproduktion, aber hilft ja nichts. Dann machen wir nämlich hier einen Smart Inserter, der nur die grünen Chips hier rüberholt. Die hier werden von da drauf. Ah nein, dann legt er die auf dieselbe Hälfte. Okay, Sheet-Idee. Sheet-Idee. Idee. Und warum macht er das denn? Guck mal, ich brauche eh nur die beiden dafür, ne? Dann machen wir das von unten. Gott, was habe ich denn da gebastelt? So. Ja, das ist hier wieder alles
frei improvisiert. Aber die kann ich da auch schon mal basteln. Kann ich vielleicht auch noch mal dranhauen. Haufen Lampen. Also doch den Smart Inserter. Nein, der haut uns das ja wieder auf dieselbe Seite. Wir brauchen das anders. Wir brauchen. Den hauen wir noch dahin. Und hier machen wir das einfach so. Und lassen den von hier oben nur die Mikrochips runterspielen. Das Ganze klappt aber auch wieder andersrum. Dann können wir nämlich auch von hier einfach die blauen drauf spielen. Und holen uns die hier wieder rein. Und zack, produzieren wir Smart Inserter. Gefällt mir schon mal. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch zu blauen Fläschchen zusammenfügen. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall noch mal zwei Fabrics. Wir müssen uns noch die Batterien von unten holen. Die wir natürlich am anderen Ende produzieren. Oh, jetzt haben wir uns ein bisschen viele Batterien aufgeladen. Oh nein, 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 nicht das Rohr, nicht das Rohr. So. Was haben wir hier noch? So, dann legen wir das einfach parallel hier zu. Ah, nee. So, und jetzt haben wir hiervon keine mehr. Ich fürchte nur hier. Jetzt ist die Tunnel auch schon wieder ausgegangen. Oh Mann. Ja gut, Batterien werden dann auch nicht mehr großartig gekommen. So, der Stahl von oben, der muss auch noch irgendwie mit hier rein. Der kann ja mit aufs Batterieband auf jeden Fall. Ach shit. Das müssen wir so machen. So, das haut hin. Dann haben wir jetzt hier die Smart Inserter, die Batterien.
den Stahl und von oben die Circuits. Nur nach wie vor das Problem, dass wir die Sachen nicht mehr da rausbekommen. Wie lösen wir das Problem? Am besten die roten Circuits mit auf das Band für die Smart Inserter. Aber das kriegen wir nicht so hier rüber, dass wir. Dass wir das hier auch irgendwie vernünftig wieder rauskriegen. Stimmt, das habe ich auch noch gar nicht überlegt. Ich weiß gar nicht, wie wir das. Müssen wir hier hinlegen, ne? Irgendwie. Aber das kriegen wir wohl hin. Hoffe ich. Muss. Oder? Boah, das wird noch echt ein Problem hier. Krieg den Shit nicht mehr nach oben. Wie muss ich denn hier ganz außen rum leiten, ne? Ach, geht ja nicht anders. Trotzdem noch die Frage, wie kriege ich das da raus? Gut, ich könnte die hier dann flanschen, dann mache ich die. Das wäre doch eine Möglichkeit. So, jetzt kommen die roten Circuits da oben drauf. Dann produzieren wir hier nämlich endlich die blauen Fläschchen. Blaue Fläschchen. Nehmen wir da die Smart Inserter und die roten roten Schaltkreise von oben reinhauen. Die beiden von hier unten. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir hier unten gar keinen Platz haben. Doch, komm, das geht. Flicken wir uns hier was zusammen. Da rein, da rein. So, hier lang. Tunneln, dann fällt die hässliche Ecke da auch nicht so auf. Jetzt müssen wir nur das wahrscheinlich am besten. Müsste man nicht echt am besten das außen rumlegen. Wo müssen wir denn hin damit? Ja, eigentlich hier rein. Oder ich setze die Forschungszentren hier unten hin. Ah ja gut, dann muss ich gucken, wie ich die roten und grünen darüber kriege, ne? Das ist auch nicht viel besser. Und irgendwie müssen wir sie hier hinkriegen. Doch, ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Kein Eisen mehr.
wir das tunneln will. Wäre nur angenehmer, das richtig rumzutunneln. Dann tunneln wir das hier durch. Der Track kann bleiben. Aber der Tunnel ist auch falsch rum. Wir müssen nämlich hier rein und da raus. Dann kommen wir von hier unten. Weil hier und hier sind sowieso Tunnel. Hier machen wir auch einen Tunnel hin. Lassen das einfach von hier hochlaufen. Den Tunnel verlegen wir eine nach da. Ach Gottchen, na dann. Was war das denn? Für ein Flimmern? Ich wüsste gerne, warum es hier flimmert. Ach, Schille. Hilfe, Hilfe. Oh Gott, jetzt haben wir ganz viele Rohstoffe rumfliegen. Muss ich mal eben leer machen. So. Aber dieser Tunnel ist falsch rum. Mensch, gib mir doch meine Tunnel wieder. Ist hier noch irgendwas an Schrott dabei? So viel Batterien. Habe ich 1 Million Batterien dabei? Was ist das denn? Raw Fish? Ja, den brauche ich bestimmt nicht. Quatsch. So, okay. Blaue Fläschchen Lüppen. Puh. Ja, das war jetzt aber auch ein Akt. Na, guck mal, das ist die Folge auch schon wieder fast zu Ende. 2 Folgen haben wir jetzt im Scheiß gesessen. So, das heißt, ich hole mir jetzt nur... Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, ich nehme noch mal ein bisschen... hier einen Beton mit und lege den mal aus. Brauchen auch hier bestimmt gerade nicht alles. Ne? Ich weiß aber nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich bin so unentschlossen. Hier den Zeta können wir mit denen zusammentun. Kohle, Kohle, Kohle. Die Kohle kann damit rein. Steine, Kupfer haben wir gerade nichts, ne?
komm hier. Hier flanschen wir die restlichen Steine rein. Hier die Bricks. Können wir auch wieder Bricks reintun? Ne. So, ein Schwefel. Ein verdammter Schwefel. Für sowas mache ich mein Inventar voll. Hier ist noch die Plastikkiste. Da können wir doch mal viel zurücktun. Können wir nebenbei noch hier seinen ersten Port laufen lassen. Das war ja das eigentliche Ziel der ganzen Sache. So, und jetzt nehme ich mir die Platten mit, verlegt noch ein bisschen schön. Na guck mal, da wird schon noch auf TS gefragt. Muss ich das Fienchen noch ein bisschen gedulden. Base schön, wir machen die Base schön. So, haben wir hier Platten ausgelegt. Alles schön, alles wird hier schön gemacht. Schön gemacht, schön gemacht. Da wird schon wieder was bei uns beschädigt hier. Gefällt mir nicht. Ach guck mal, das war's schon wieder. Alles klar. Das wär's dann auch wieder von dieser Folge. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ja gut, war jetzt nicht viel Action, viel mehr Grübelarbeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch gerne ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Factorio. Ciao, ciao.